Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Themenabend im Namen von ichkoche.at. Ich bin die Eva Zechberger und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir uns heute mit den Autoren von den Bestsellerbüchern, muss man ja sagen, zur Jungbrunnenküche, aber auch zum Jungbrunnen-Effekt und auch das Praxisbuch Jungbrunnen hier treffen und alle Fragen stellen können. Also das ist das Buch, über das wir sprechen. Ich hoffe, jeder kann es so sehen. Und einerseits freut es mich natürlich wahnsinnig, diesen heutigen Abend mit einem Thema zu verbringen, was ein Menschheitstraum und ein Mythos ist, schlechthin, nämlich der Jungbrunnen. Und zum Zweiten ist es natürlich toll, also für ichkoche.at sowieso, dass wir mit der Ernährung in diesen Jungbrunnen eintauchen können. Und drittens freue ich mich sehr, dass alle drei Autoren dieser Bestseller sich heute Zeit genommen haben, um mit uns über ihr Buch, über den Jungbrunnen, über die Jungbrunnenernährung zu sprechen. Die drei Herrschaften, die ich heute da begrüßen darf, ist P.R. Straubinger, die Margit Fenzel und die Nathalie Carré. Vielen Dank an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir freuen uns sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Einladung, Eva. Danke. Und man fragt sich ja jetzt einmal so drei Autoren. Und in diesem Fall muss ich sagen, also ich habe ja selber im Buch geschmökert, zahlt sich das aus, weil solche Kapazunder wie ihr seid, mal drei, das ist natürlich dreimal geballte Info und dreimal geballter nicht nur in dem Fall Lesegenuss, sondern auch dann auch wirklich am Tisch der Genuss. Und ihr habt es mir im Vorfeld erzählt, ihr habt euch die Themen ja so ein bisschen aufgeteilt. Und ich darf vielleicht ganz kurz darauf eingehen auch. Peter, du hast ja, du bist ja bekannt für deine journalistische Tätigkeit jetzt auch im Film und Radio, aber auch zum Thema Fasten, Meditation. Ich glaube, viele von uns kennen deine Werke ja schon. Die Margit ist Ernährungswissenschaftlerin und wir kennen uns auch schon recht lang. Und die Nathalie ist Coach und macht auch für Führungskräfte Trainings und ist in diesem Bereich eine Koryphäe. Ja, und so, glaube ich, springen wir jetzt gleich einmal ins Thema rein. Mir ist es ja so gegangen, als ich mit dem Buch so begonnen habe, sind mir viele, und ich war halt voll motiviert, mit Ernährung meinen Jungbrunnen anzuheizen. Und da sind mir ja gleich dann einmal viele Begriffe so um die Ohren geflogen, Peter. Nämlich, was sind Jungbrunnenwerkzeuge? Altersbeschleuniger gibt es. Es gibt zum Thema Blutzuckerspiegel sehr viel, was man über Ernährung steuern kann. Es gibt die Sirtuine. Und vielleicht darf ich dich gleich bitten, Peter, dass du uns diese auch mystisch klingenden Begriffe ein bisschen erklärst. Sehr gerne. Also das Erste, was man, wenn man über das Thema redet, ihn bewusst machen darf, ist, dass wir ja nicht altern, streng genommen. Also altern tun tote Dinge. Also ein Sessel in einem Hotel altert. Lebewesen entwickeln sich. Also wir dürfen uns ja vorstellen, dass wir die ganze Zeit frische Zellen haben. Also alle 10 Jahre sind wir komplett rundum erneuert und auch ein 100-Jähriger hat eigentlich Hautzellen frisch wie ein Babypopo. Das heißt, die große Frage ist, wieso schaut das dann nicht so aus wie bei einem Baby? Und da gibt es eben 300 Alterungstheorien, die alle Teilbereiche erklären. Also die Alterung, die jetzt streng genommen Seneszenz heißt, also Vergreisung, wir altern nicht, sondern wir vergreisen. Und das ist in Wirklichkeit genauso ein Entwicklungsprozess wie die Pubertät, nur halt einer, der nicht so gern gesehen wird. Und die bekannteste von diesen Alterungstheorien ist derzeit eben, sind die
Telomere. Das ist so eine Art Alterungscountdown, also bei jeder Zellteilung werden die ein bisschen kürzer und da wird quasi runtergezählt. Und wenn es vorbei ist, dann stirbt die Zelle und bis dahin wird sie halt immer kränker. Und es gibt zu jeder dieser Alterungsmechanismen gibt es dann eben auch quasi einen Jungbrunnenmechanismus. Also bei den Telomeren, der Verkürzung der Telomere, wirkt die Telomerase entgegen. Und das ist ein Enzym, die diese Telomere schützt zum Beispiel. Und die finden wir, also das wird zum Beispiel durch Sport, durch Fasten und so weiter aktiviert, aber auch durch gewisse Lebensmittel. Also zum Beispiel im Ashwagandha oder im Astragalus, die aktivieren die Telomerase. Dann, du hast das eh schon erwähnt, der Blutzucker ist eben einer der Alterungstreiber schlechthin. Also man kann sagen, dass ein hoher Blutzucker ist eine garantierte Möglichkeit, wie wir schneller altern. Das hat man zum Beispiel auch gesehen bei Diabeteskranken. Die haben ein Medikament bekommen, das heißt Metformin, das den Blutzucker senkt. Und man hat dann gesehen, dass die viel gesünder sind aus irgendeinem Grund, wie alle anderen. Und so ist man dann eben draufgekommen, dass eben ein niedriger Blutzucker eben ein Anti-Aging-Instrument ist. Und mittlerweile wird dieses Metformin sogar von manchen Leuten eben als Anti-Aging-Medikament verwendet, die überhaupt keinen Blutzucker haben. Aber man braucht eben keine Medikamente, sondern man kann eben auch Lebensmittel zu sich nehmen, zum Beispiel, die den Blutzucker senken. Und man kann ihn auch steuern, da kann die Margit dann mehr dazu sagen, ist jetzt eine Süßkartoffel oder ist ja eine normale Kartoffel, also das ist eben dieser glykämische Index, der ihm sagt, wie verändert sich mein Blutzucker. Und mit dem Zucker haben dann eben auch die chronischen Entzündungen zu tun, also ist auch so ein Alterungstreiber, der aber nicht nur durch den Zucker, sondern auch durch Lebensmittelzusatzstoffe zum Beispiel getrieben wird. Also diese über 300 zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe werden heute auch schon als Gerontotoxine bezeichnet, weil sie eben wie Phosphate und Nitrite und so weiter eben wirklich die Alterung antreiben. Und unser Buch ist ja quasi auch ein Aufruf, selbst zu kochen, also selbst die Kontrolle wieder über die Nahrung zu übernehmen, weil in der Industrienahrung sind eben sehr viele Bestandteile drinnen, von denen wir jetzt überhaupt nichts haben. Also das sind Stoffe, die bringen der Industrie was, weil die Lebensmittel länger haltbar sind, weil sie schönere Form haben, weil sie besser zu verarbeiten sind, aber wir haben nicht mehr Genuss davon, sondern wir haben nur den Schaden im Endeffekt. Und ich meine, da könnte man jetzt da lange drüber reden, wieso das so ein Problem ist. Also im Großen und Ganzen kann man mal sagen, Konservierung ist ein ganz entscheidendes Bedürfnis der Lebensmittelindustrie, aber die schadet uns. Also allein schon dadurch, weil Konservierungsmittel zum Beispiel unsere Darmbakterien, unsere Darmflora negativ beeinflussen, die eben ganz, ganz wichtig ist für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem. Und es gibt eben, da wird die Nathalie dann nachher auch drüber reden wahrscheinlich, eine Möglichkeit, wie wir gesund konservieren, das ist das Fermentieren zum Beispiel. Also man kann eben diese ganzen Strategien auch einsetzen, um zusätzlichen Genuss zu bekommen. Und unser Buch war eben sozusagen ein Versuch, dass wir eben den Genuss und die Aktivierung dieser ganzen Jungbrunnen Mechanismen, dass wir das verbinden. Also ich kann da jetzt noch sehr viel weiterreden. Ich weiß nicht, ob das interessant ist noch. Also ich bin ja sehr interessiert. Ja. Ich habe ganz vergessen zu Beginn natürlich an alle Teilnehmer Fragen beantworten wir ganz besonders gerne. Einfach in den Chat schreiben, bitte. Ja, und wenn es langweilig ist, einfach reinschreiben, langweilig, und dann... Genau. Also, und dann ein weiterer Punkt zum Beispiel, die Sirtuinen, die sind erst in den letzten Jahren wirklich erforscht worden. Also das sind Enzyme, die werden in den Zellen ausgeschüttet, um unser Epigenom zu reparieren. Also eine Alterungstheorie zum Beispiel ist die Informationstheorie des Alterns. Und das heißt, also ich habe vorher schon erwähnt, eigentlich die Hautzellen und die ganzen Körperzellen von einem 100-Jährigen sind frisch wie bei einem Baby. Wieso altert der dann? Weil die Information, die Erbinformation korrumpiert wird, weil es sozusagen nicht mehr gescheit kopiert wird.
Und die DNA ist eigentlich sehr stabil, also die wir alle kennen, unsere Erbsubstanz, auch aus einem Neandertaler, kann in Wirklichkeit DNA rausholen, die perfekt ist. Was eben nicht stabil ist, das ist die Epigenetik. Also der Professor Sinclair, der das Buch geschrieben hat, das Ende des Alterns, weil der sagt eben eigentlich, wenn man das in den Griff kriegen würde, das Ganze, dann können wir uns irgendwann gegen das Altern impfen lassen, weil ihm unsere Zellen immer frisch sind. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch, aber man kann jetzt schon viel tun, eben um das Altern zumindest zu verlangsamen. Und ein wichtiger Aspekt ist da eben die Informationstheorie des Alterns, weil das Epigenom ist quasi der analoge Ausleseprozess der Erbsubstanz. Also soll ich das kurz erklären, Epigenetik und Epigenom? Ja, bitteschön. Also ich muss sagen, ich habe es zwar gelesen, aber ich habe es zweimal gelesen, aber noch immer nicht ganz verstanden. Ja. Und da bin ich dankbar, immer, wenn ich es dann noch einmal höre. Das Epigenom ist zuständig, wir bestehen aus vielen Billionen von Körperzellen, die alle unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und in jeder Zelle sind alle 20.000 Gene drinnen. Sozusagen die komplette Information ist in jeder Zelle drinnen. Aber wie weiß ich jetzt die Leberzelle, dass es eine Leberzelle sein soll und die Gehirnzelle, dass es eine Gehirnzelle sein soll? Dafür ist das Epigenom zuständig. Das sagt, welche Genabschnitte werden ein- und welche ausgeschalten. Das ist quasi der analoge Ausleseprozess. Der Professor Sinclair vergleicht das mit der CD. Also die digitale Information ist unglaublich stabil, das kann ich beliebig oft kopieren, ohne dass Information verloren geht. Aber die CD, der analoge Ausleseprozess, ist anfällig sozusagen für Abnutzung. Mhm. Je öfter ich diese CD spiele und wenn ich nicht gescheit aufpasse, wenn ich es nicht in die Hülle lege und dann kriegt es Kratzer, ja, irgendwann, okay, ja, kann der Leser das dann nicht mehr gescheit auslesen. Ja. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Sirtuine eingreifen. Die Sirtuine sind jetzt quasi eine Politur für unsere Alterungs-CD, damit es wieder repariert wird, damit diese Kratzer im analogen Ausleseprozess repariert werden. Und darum sind die so wichtig, die Sirtuine. Und die Sirtuine kann man jetzt aktivieren wieder durch die Klassiker Bewegung, Fasten, Kälte, Meditation und so weiter, aber eben auch durch die Ernährung. Ganz wichtig eben durch die Ernährung, und da kann ja die Margit dann auch viel noch dazu erzählen, diese sekundären Pflanzenstoffe. Die sind ja im 20. Jahrhundert völlig vernachlässigt worden. Da hat man immer nur über Vitamine geredet. Sekundäre Pflanzenstoffe, das klingt jetzt so, was kann ich mir da vorstellen? Es sind zum Beispiel die Farbstoffe. Es sind sehr oft Farbstoffe. Also darum, man hat ja früher immer gesagt, möglichst bunt essen. Mhm. Die sind sehr oft in den Schalen drinnen. Und darum, ich kann mich als Kind immer erinnern, wo meine Mutter immer gesagt hat, du musst die Schale mitessen, weil da ist das Gesunde drinnen. Also man hat immer von Vitaminen geredet. Aber in dem Zusammenhang, es sind diese sekundären Pflanzenstoffe. Da gibt es unglaublich viele. Also da gibt es dann so Großgruppen, die Polyphenole zum Beispiel, und da kann die Margit dann mehr dazu noch erzählen. Also die sind oft in den Schalen drinnen, das sind einerseits Farbstoffe und andererseits Stoffe, die Pflanzen verwenden, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Mhm. Zum Beispiel sehr bekannt ist das Resveratrol in den Trauben, darum ist ja der Rotwein so gesund. Das OPC ist auch bekannt in den Traubenkernen. Und das Resveratrol zum Beispiel, das ist ja mittlerweile auch so ein Anti-Aging-Wundermittel sogar. Also das findet man auch in anderen Lebensmitteln. Und da gibt es aber ganz, ganz viele davon. Und diese sekundären Pflanzenstoffe aktivieren die Sirtuine. Und man hat eben auch festgestellt, jetzt im Zusammenhang mit dem Einkaufen, dass ich kann mich erinnern, früher ist immer gesagt worden, Bio-Lebensmittel ist jetzt, kann man nicht unterscheiden eigentlich von einem normalen Lebensmittel. Und sozusagen, das ist jetzt rein biochemisch im Prinzip das Gleiche. Aber jetzt ganz unabhängig jetzt davon, ob da jetzt vielleicht noch Pestizidrückstände oder sowas drinnen sind, weiß man mittlerweile, dass eben der Anteil an sekundären Pflanzenstoffen in Bio-Lebensmitteln höher ist. Das heißt, Bio-Lebensmittel machen uns jünger als konventionelle Ernährung. Und das ist mittlerweile auch schon in
wissenschaftlichen Studien belegt wurden. Also zum Beispiel bei Tomaten, dass Bio-Tomaten einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen haben wie konventionelle Tomaten. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir Pflanzen zu uns nehmen, also weil die halt speziell in den Pflanzen sind. Es gibt auch ein paar von diesen guten Stoffen im Fleisch, aber die kann man auch durch Fermentation erzeugen. Also es gibt eben auch ein paar so Stoffe, die im Fleisch Anti-Aging-Wirkung haben, die man aber eben auch durch pflanzliche Fermentation erzeugen kann. Und also ich finde das ja interessant. Man kennt doch das Sprichwort, das Auge isst mit. Und das bestätigt sich jetzt hier auch, ich sage mal so, was den Jungbrunnen betrifft. Für mich persönlich ist der Jungbrunnen ja, ich finde, Altern klingt immer so streng. Ich möchte mein Leben gesund, fit und natürlich mit größtmöglichen kulinarischen Genuss verbringen. Und da, finde ich, ist natürlich euer Bestseller super. Ich muss ja auch sagen, es gibt ja noch dann ganz viele Informationen im Buch, die du da gibst. Für mich ist es immer eine Motivation oder auch einmal wieder zum Nachschlagen, weil man neigt dazu, dass man es dann wieder ein bisschen vergisst und ein bisschen schleppen lässt vielleicht. Und es ist ja dann, du schreibst ja auch zum Beispiel also über Omega-3 oder über diese Geheimnis der glücklichen 100-Jährigen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, man muss das wirklich nachlesen, weil du gibst so viel mehr Informationen mit, wie man da jetzt so in dieser kurzen Zeit vielleicht mitnehmen kann. So ist es. Und es soll im Endeffekt eine Motivation sein, um sich dann mit der Nahrung, mit dem Kochen auseinanderzusetzen. Also unser Buch ist deswegen auch so aufgebaut. Am Anfang mal, dass man versteht, wie wichtig das ist, dass ich Kontrolle über meine Ernährung übernehme. Auch die Zubereitungsformen, also da wird ja dann die Margit mehr drüber reden, was für Kontrolle ihr habt, allein schon wie das zubereitet, ob das jetzt eben einen verjüngenden oder einen alterntreibenden Effekt hat. Ja. Und ja, das war eben auch unser Plan, dass wir eben am Anfang quasi die Motivation, das Verständnis, wieso macht es Sinn und dann in die Praxis reingehen. Und jetzt sind wir ja eigentlich in der Praxis angelangt. Die Margit lacht schon. Jetzt sind wir sozusagen bei unserem Kernthema von ichkoche.at, nämlich dem Kochen oder dem Nahrung zubereiten. Und ich habe das ja, wir haben uns einmal anfänglich unterhalten, Margit, und da haben wir gedacht, naja, ich ernähre mich eh gesund und das passt eh alles so. Und dann hast du mir ein bisschen etwas über die Ernährungstypen erzählt, auch im Buch vertiefend noch einmal erläutert. Aber vielleicht darf ich da jetzt gleich die Fragen an dich richten. Ich sehe gerade, Nathalie kommt auch dazu. Hallo Nathalie, schönen Abend. Hallo. Hallo, schönen Abend. Sorry, ich habe noch das Mikro suchen müssen. Grüß euch. Entschuldigung. Hallo, wir freuen uns sehr, dass du jetzt auch da bist. Es war ja jetzt ein bisschen spannend noch, ob man es schafft. Zugehört habe ich eigentlich schon die ganze Zeit und jetzt auch sichtbar dabei. Herzlich willkommen auch im Namen der anderen Teilnehmer, die heute mit dabei sind und die Ohren spitzen und die Messer schleifen und die Teller schon bereithalten. Danke. Dann darf ich wieder zur Margit gehen. Liebe Margit, und da hast du dann einmal erklärt, eben über die unterschiedlichen oder dass Ernährung auch so eine Typ-Sache ist und dass man überhaupt einmal herausfinden kann, könnte, welcher Typ man denn ist. Genau, diese Stoffwechseltypen, die haben ja auch schon im ersten Buch, im Jungbrunneneffekt bis 16 Stunden Fasten, ihr Leben verändert. Auch hier haben wir das ein großes Kapitel drinnen gehabt und auch im Praxisbuch, Jungbrunnen-Praxisbuch und jetzt auch wieder im dritten Buch. Also das heißt, das Intervallfasten und Jungbrunnen, das hängt natürlich alles zusammen. Und in dieser Essensphase ist natürlich einerseits bedeutsam, dass wir uns mit diesen Jungbrunnenstoffen natürlich genüsslich ernähren, vorrangig eben mit diesen Polyphenolen, mit diesen sekundären Pflanzenstoffen.
Da geht dann ein bisschen später darauf ein, aber auch typgerecht. Ja. Und welche Typen haben wir denn jetzt? Genau, also wir haben den Kohlenhydrattyp, wir haben den Eiweißtyp und wir haben den Mischtyp. Mhm. Und der Eiweißtyp ist der, der sehr viel Eiweiß braucht. Der braucht eher wenig Kohlenhydrate und der liebt es auch fettreich. Also der hat wirklich gern Fett. Ob das jetzt ja, wir zwei sind ja solche, gell? Ja, genau. Genau, ja. Und die werden besonders dann satt, wenn sie wirklich auch also was Fettreiches und was Eiweißreiches zu sich nehmen und die Kohlenhydrate. Aber können wir da gleich ein bisschen in die Praxis gehen? Also was essen wir zwei gerne? Genau. Also ich bin natürlich schon eine Fleischliebhaberin, aber natürlich für mich ist es ganz wichtig, dass es aus biologischer Landwirtschaft kommt. Ja, also ein anderes Fleisch kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, ist ganz bedeutsam, dass das artgerecht aufgezogen wurde, dass das ein gutes Essen, gutes Biofutter, gentechnikfreies Futter bekommen hat und dass auch die Verarbeitung auch hier gut sozusagen vor sich gegangen ist. Ja. Aber es gibt natürlich auch pflanzliches Eiweiß, was sehr wertvoll ist. Da passen zum Beispiel eben diese Hülsenfrüchte, auch die enthalten sehr viel Eiweiß. Also es gibt natürlich auch Veganer, die auch ein Eiweißtyp sind. Und die müssen natürlich auch eiweißreich ernähren. Und da passt dann halt Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen. Also das gibt natürlich Tofu auch wahrscheinlich, oder? Ja? Tofu. Genau, das ist zu den Hülsenfrüchten, das Soja. Oder Tempeh, das ist noch der gesündere Tofu, weil der noch zusätzlich fermentiert ist. Mhm. Genau, also da wird man auch wirklich satt und die brauchen auch Olivenöl oder wenn es jetzt keine vegan... Ist Butter gut? Butter ist auch wunderbar. Es passt zum Beispiel Ghee, es passt Kokosfett oder Olivenöl. Ja. Ehrlich, wir rinnen schon das Wasser zusammen. Ja, das sind die Eiweißtypen. Ja. Also der Kohlenhydrattyp zum Beispiel, der ist eben dann genau das Gegenteil. Also für den Kohlenhydrattypen, da, für den ist wichtig ganz viel Gemüse, ganz viel Obst, ganz viel Getreide. Und die brauchen das Fett überhaupt nicht. Also die lieben es so mager wie möglich. Ja, also wenn die irgendwie von Fett hören oder wenn da irgendein Fett herumschwimmt oder wenn da irgendwo auf ein Brot einfach ein Fett einfach oben ist, also die machen das überhaupt nicht. Ja, und an dem kann man schon ein bisschen erkennen, ob das jetzt der Eiweißtyp ist oder vielleicht eher ein Kohlenhydrattyp ist. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, habe ich immer so Kantenfragen, so sage ich immer, na, essen Sie gerne Fett? Ja, und wenn die sagen, na, Fett mache ich überhaupt nicht, dann wird das Ganze ein Eiweißtyp sein. Und wie finden unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt raus, was für Typen sind? Indem sie sich einfach jetzt einmal ein Gericht hernehmen, das eben sehr viel Eiweiß hat. Dann sind das jetzt eben Hülsenfrüchte für Veganer, ja, wo eben dann keine zusätzlichen Beilagen dabei sind, also keine Getreidebeilagen, sondern wenn, dann wäre das eher Gemüse. Ja? Mhm. Ja. Und schon noch reichlich Fett dabei. Und wenn sich das sättigt und was sie sagen, okay, also 3 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden bin ich satt, mir geht's gut, ich bin konzentriert, bin in meiner Energie. Ja. Und für die halt gerne eben auch Fleisch essen oder vegetarisch unterwegs sind, mit Eier zum Beispiel oder Milchprodukten, ja, Parmesan. Auch hier schauen, dass sie sehr reich essen. Wenn ich da vielleicht kurz auf euer Buch zurückkommen darf. Ja. Also ich darf das jetzt einmal zeigen, ja. Wer Interesse hat, da sieht man dann immer das Rezept. Der Tausendkräuterwald, das Tausendwald und Wiesenragout. Und da steht dann Eiweißtyp drüber. Und ich muss sagen, mir hat das auch sehr gut geholfen, wenn man so ein bisschen stärker ins Fühlen hineinkommt. Genau, ja. Also da schauen wir, die Rezepte kann ich auch durchblättern in dem Buch und dann ist es etwas, was mir an sich anspringt, auf das hätte jetzt wirklich einen Gusto, das würde jetzt wirklich gern essen, wo man das Wasser schon im Mund zusammenläuft. Und, also das muss ich sofort nachkochen. Ja. Dann gehört Erdnussöl auch zu den eiweißhältigen und nicht, aha. Öl ist nie eiweißhältig. Öl hat aber für den Eiweißtyp passt es? Das ist oder? Egal. Das ist egal. Also okay. Man kann natürlich damit kochen und braten, aber es ist jetzt nicht, hat jetzt nichts mit dem Eiweiß selbst zu tun. Ja?
Und genau, das ist der Kohlenhydrattyp, der will überhaupt kein Fett, der will so viel Getreide wie möglich und ist auch lange satt damit. Ja. Mhm. Eiweißtyp wäre mit ganz viel Getreide schnell wieder einfach hungrig, weil der einfach diese Getreide so schnell verstoffwechselt. Also der bildet schnell einfach diesen Zucker, kann man sagen, im Blut, ja, und verbraucht den auch wieder. Also der wird viel schneller damit einfach wieder hungrig. Also das heutige Rezept des Tages, was wir uns von euch geborgt haben, ja, das ist ja dieser Erdfrüchte-Traum mit frischem Schafkäse. Mhm. Das ist ein Rezept für den Kohlenhydratetyp zum Beispiel. Ja? Genau. Also ein bisschen auch die. Und ich glaube zum Beispiel den Bohnenburger, das war für den Eiweißtyp wieder. Zum Teil auch. Also der Bohnenburger passt natürlich auch zum Kohlenhydrattyp, weil ja auch sehr großes, sozusagen dieses Bann, also dieses Weckerl sozusagen auch dabei ist. Genau, ja. Also da ist sicher gut, wenn man da ein bisschen durchstöbert, einfach in unserem Rezeptbuch und in den Rezeptseiten und schaut, was spricht mich da wirklich an. Es sind Rezepte drinnen, die sind eher mehr fetthältiger, die anderen sind sehr mager. Und der Mischtyp, der braucht natürlich von über etwas. Ja. Im Mischtyp erkennt man, der liebt so Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ja. Der liebt so alle Geschmäcker. Ja. Der möchte so richtig, der hat am liebsten so ein Buffet vor sich. Ja. Also alles sozusagen aus. So wie ich hier sehe, zum Beispiel eine Forelle, oder eine Forelle, glaube ich, ist für den Mischtyp, gell? Oder jetzt passend zur Jahreszeit ein Pilzgulasch mit Vollkornknödeln. Ganz genau, ja. Und wir haben bei jedem Rezept, habe ich unten dazu auch Tipps gegeben. Das heißt, jedes Rezept ist auch für seinen eigenen Typ dann verwendbar, indem ich einfach verschiedene Lebensmittel austausche, vielleicht irgendein Fett dazugebe oder weggebe oder irgendeine Proteinquelle, also Eiweißquelle dazugebe oder weggebe. Das heißt, es ist ganz leicht sozusagen variierbar, ja, und so kann das für jeden Typ dann auch passend sein. Mhm. Ja? Also wir können alle Rezepte verwenden in eurem Bestseller, egal welcher Typ wir sind. Ganz genau. Es steht immer unten dabei, was für den Eiweißtyp oder für verschiedene Typen einfach zu verändern wäre, so dass es einfach auch da wunderbar für den Stoffwechseltyp passt. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, jetzt weiß ich nicht, ob ich jugendlicher, jünger geworden bin, aber definitiv, wenn man sich so typgerecht ernährt und selber kocht und du wirst ja, glaube ich, auch noch was sagen zum Thema mit Freude kochen und mit Liebe kochen, dass es bekömmlicher ist, dass man länger satt ist und dass man einfach auch mehr Energie hat und überhaupt dann auch ein bisschen besser gelaunt. Ganz genau. Aber auch wenn man stoffwechseltypgerecht alleine ist, ist man da schon besser gelaunt. Also wenn man einfach sich falsch ernährt, also wenn der Eiweißtyp sie wirklich ganz streng vegan ernährt mit und nur Kohlenhydrate und wenig Fett zu sich nimmt und vielleicht auch ganz wenig Hülsenfrüchte, dann wird der mit der Zeit eher müde und eher auch unglücklich. Ja? Also es geht wirklich auch auf die Emotionen, auf die Psyche. Das merkt man dann. Ja? Genau. Und der Peter hat das ja schon angeteasert, dass es ja auch eine Frage ist, wie ich die wertvollen Lebensmittel, die all diese wundervollen sekundären Pflanzenstoffen und Sirtuine enthalten. Es ist doch auch immer Thema, wie ich das Ganze zubereite, gell? Ganz genau. Von den sekundären Pflanzenstoffen, da gibt es ja über 100.000 und noch mehr. Also kann man sich wirklich diese Zahl mal vorstellen, ja? So viele sekundäre Pflanzenstoffe es einfach gibt. Und es werden einfach immer mehr, die man auch entdeckt, ja. Und diese Polyphenole, die kann man sagen, das sind so diese neuen Vitamine geworden. Also Polyphenole sind extrem bedeutsam für uns, für den Jungbrunnen, für den Körper, für unsere Körperzellen. Und da gibt es jetzt ein Beispiel. Was ist der Unterschied? Soll man jetzt eher entsaften, ja, wenn man jetzt Gemüse und Obst nehmen, sollte eher entsaften oder soll eher einen Smoothie machen oder soll vielleicht damit eher eine Suppe machen? Und daher, ich rate wirklich von den Saften komplett ab. Ja, warum? Ja, weil, wenn Sie jetzt entsaften, Sie geben jetzt Obst und Gemüse in den Safter, dann kommt einfach wirklich nur diese Zuckerlösung einfach raus. Also Sie haben einen Saft, wo vorrangig Glucose, Saccharose, Fructose enthalten ist. Ja, vielleicht ein paar Farbstoffe, aber ganz wenige dabei.
Und der Großteil von diesen Polyphenolen ist aber an den Ballaststoffen gebunden. Ja? Und die Ballaststoffe, ja, dieses, was sozusagen dann überbleibt, was dann in den Entsafter dann eigentlich dann drinnen bleibt und was man dann wegschmeißt, das wären eigentlich die gesunden Inhaltsstoffe, die Polyphenole, das Pektin, was direkt an den direkt auch an den auch die sekundären Pflanzenstoffe binden an die Ballaststoffen, ja. Und wenn man das aber gemeinsam sozusagen einen Smoothie macht, dann habe ich so die ganze Frucht dabei, das ganze Lebensmittel, und dann können die Darmbakterien, die können jetzt aus den Ballaststoffen eben diese Polyphenole, diese sekundären Pflanzenstoffe sozusagen wie auflösen. Ja, also die verwerten das, können das auflösen, und die Polyphenole sind dann für uns verfügbar. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen bei einem Saft, da bleibt wirklich nur das Zuckerwasser über, und das ist eigentlich das, was wir am wenigsten brauchen. Eigentlich soll es genau umgekehrt sein, ja. Also wir sollten das, was im Saft überbleibt, das zu uns nehmen und die Zuckerlösung weg. Ja. Also der Peter hat ja vorhin gesagt, Früchte immer mit der Schale essen. Ganz genau, ja, weil auch in der Schale eben diese Farbstoffe drinnen sind. Zum Beispiel ein Apfel, ja, ist eben das Quercetin in der Schale drinnen. Und das ist an sich so auch ein Jungbrunnenstoff. Ja. Also der räumt im Körper so richtig diese alten Zellen sozusagen einfach auf. Ja. Das ist so ein richtiger Zombie-Zellenkiller, kann man das nennen. Ja. Das ist das Quercetin, und es ist vorrangig in der Schale. In den Zombie-Zellenkiller ist der Apfel. Genau, das ist die richtige Jahreszeit jetzt, dass wir reden. Das ist wunderbar zum Herbst, ganz genau. Ja, ja. Aber auch Zitrusfrüchte, die kann man mit der Schale. Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte, also hier ist es auch bedeutsam, dass ich die Orangen jetzt nicht nur presse und auch hier wieder nur den Saft drinnen habe, sondern die besonderen wertvollen Polyphenole, die stecken in dieser weißen Schicht. Also wenn man die Orangen jetzt da ja abschält, dann bleibt ihm die Schale über. Das ist die orangene Schale, und drunter auch so eine weiße, dünnere Schale. Und da stecken eben sehr viele Polyphenole, aber auch Vitamine drinnen. Und diese Polyphenole, diese sekundären Pflanzenstoffe, die wollen wir eigentlich haben und nicht diesen süßen Saft alleine. Und es gibt auch sizilianische Biobauern, ja, und die haben wir mal besucht, und das war ganz witzig, und die nehmen die Orange, ja, und beißen wie in einen Apfel hinein. Ja. Also die essen wirklich die Schale, also wirklich die ganze Frucht in dem Sinn. Das geht natürlich nur bei Bio. Ja, also auf keinen Fall bitte jetzt irgendeine konventionelle Orange die Schale mitverwenden, weil da haben sie nur Spritzmittel oben oder Rückstände davon. Ganz wichtig, also wirklich nur ungespritzte, aber auch Bio-Früchte verwenden. Es reicht nicht nur ungespritzt, sondern auch, es müssen wirklich auch Bio-Früchte sein. Ja. Du, Margit, eine Frage auch. Ist es möglich, mit diesen Rezepten auch ein paar Kilo zu verlieren? Wenn man sie richtig nach dem Stoffwechseltyp ernährt, ja. Ja, weil ich dann einfach viel schneller satt bin und länger satt bin. Ja, weil wenn ich mich nicht typgerecht ernähre, wenn ich zum Beispiel jetzt ganz viele Kohlenhydrate nur Brot essen würde oder nur Getreide essen würde, ich würde den ganzen Tag sozusagen essen, weil ich ständig Hunger bin, und ich würde irgendwann wirklich zunehmen, ja. Und ich wäre unkonzentriert und auch unglücklich sein. Ja, und deswegen ist ganz bedeutsam, dass die jeweiligen Typen sich auch typgerecht ernähren. Und Sie können es wirklich einfach ausprobieren. Nehmen Sie sich ein Ernährungsprotokoll und schreiben Sie jeden Tag auf, was Sie einfach essen. Nehmen Sie einmal eine Woche, wo Sie sich eher mehr eiweißreich ernähren, eine Woche, wo Sie sich eher gerecht ernähren und einmal so wirklich von über etwas, so den Mischtyp. Und Sie können auch unsere Rezepte dazu verwenden. Und dann schauen Sie mal, wo fühle ich mich eigentlich am besten? Wo fühle ich mich am meisten konzentriert, fit, aktiv? Wo bin ich am meisten satt? Und Sie werden sehen, Sie werden das spüren. Also ich finde ja auch, dass eure Rezepte, also wenn man das macht, das ist so eine Geschmacksvielfalt, dass man auch befriedigt ist in jeglicher Hinsicht. Also ich sage befriedigt, du sagst satt, und dann natürlich ist man länger satt und greift nicht wieder zu diesen ungesunden, die man ja halt vielleicht auch dann und wann, oder
ein bisschen nascht, ja, aber ich denke, genau. Also es gibt ja auch das Hormesis-Prinzip, das haben wir auch in unserem Buch auch beschrieben. Und auch hier besagt es auch kleine Sünden, also wenn man sich, also etwas Ungesundes zu sich nimmt, auch das kann natürlich so ein bisschen so einen Push geben in den ganzen Körper, sodass sich einfach auch die Zellen sozusagen reinigen oder einfach mehr Energie haben. Genauso, wenn man zum Beispiel jetzt sich trainiert, werden sie eigentlich. Also es ist in Wirklichkeit genauso wie beim Sport. Also genau, die Zellen brauchen halt das Training, wenn sie ein bisschen ein Gift kriegen, dann werden es trainiert. Und genau. In den 90er Jahren hat man ja überall Vitamine reingeben und man kann ihm auch zu viel Vitamine haben. Also man ist dann eben draufgekommen, dass kleine Mengen an freien Radikalen und an oxidierenden Stoffen, dass die gut sind für die Zelle, weil die eben dieses Training brauchen. Und was wir mitnehmen können, ist eben genau das, dass eben so kleine Sünden gesund sind. Also jetzt nicht nur, weil es Genuss erzeugen, sondern weil sie tatsächlich eben für die Zelle eben im Sinne des Hormesis-Prinzips gesund sind. Das gefällt mir sehr gut. Ich sehe hier auch im Rezept die paradiesischen Pancakes mit Beeren. Ja? Aber das fällt jetzt nicht unter das Hormesis-Prinzip, ja, sondern unter Hormesis-Prinzip würde zum Beispiel jetzt wirklich, extreme Milchschokolade mit ganz viel Zucker, zum Beispiel irgendein kleines Stück jetzt dienen, ja, oder Punschkrapf oder so etwas, was man eigentlich sonst wirklich nicht jetzt in die gesunde Ernährung jetzt eingliedern würde. Ja. Also man braucht da nicht zu streng sein mit sich. Nein, entscheidend ist, dass man die chronische Vergiftung los wird. Mhm. Also das Problem ist ja, wenn wir ständig mit der Industrienahrung konfrontiert sind, sind wir chronisch vergiftet. Also wir haben in einer einzigen Sauce sind oft 15 unterschiedliche Zusatzstoffe drinnen und Lebensmittel. Und die vergiften uns natürlich, wenn wir uns die ganze Zeit so ernähren. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir eben im Normalfall gesund leben. Und dann ist eben, wenn wir dann eben uns dann einmal ungesund ernähren, dann ist es eben auch wieder gesund. Also der Mensch funktioniert oder Lebewesen funktionieren in Zyklen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir schlafen und wachen, einatmen, ausatmen, Anspannung, Entspannung, also wie beim Sport. Also der Sport lebt ja auch davon, dass ich eben Anspannung und Entspannung wechsle. Und beim Essen kann man es in Wirklichkeit auch so sehen. Also dass eben durchaus, es muss nicht immer nur gesund sein, sondern man kann den Körper auch fordern. Aber es geht schon darum, dass wir im Regelfall halt gesund leben. Und das erreichen wir dadurch, indem wir Kontrolle über die Nahrung übernehmen. Und ich habe ein Interview geführt mit einem Ernährungswissenschaftler, Dr. Clayton, der ihm sagt, so als Regel, wenn wir einkaufen gehen, einfach nur Produkte kaufen, wo maximal 4, 5 Inhaltsstoffe drinnen sind, weil alles andere sind dann eben irgendwelche sinnlosen Zusatzstoffe, die kein Mensch braucht. Und was sich auch leichter tut, sind natürlich Bioprodukte, weil bei Bioprodukten sind der Großteil der Zusatzstoffe an sich verboten, laut Bio-Verordnung. Ja. Und da kann man natürlich schon sehr viel vermeiden, ja, an den Zusatzstoffen. Und es gibt natürlich auch hier strengere Biomarken, die natürlich nicht einmal natürliche Aromen verwenden. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also schauen Sie auch auf die Zutatenliste, was oben steht, und wenn da ganz viele E's oben stehen und Zusatzstoffe, dann legen Sie es einfach wieder ins Regal, ja, außer Sie machen gerade das Hormesis-Prinzip. Ja. Bei der Zubereitung über die Ages sollte jetzt auch noch reden und Erhitzung und sozusagen Braten und Kochen, das ist auch noch ein wichtiges Thema, was man bei der Zubereitung einschließen sollte, weil eben allein, wenn ich einen Kartoffel zubereite, also gekochter Kartoffel, hat 5-mal weniger, also diese sogenannten DDHs, das sind die Advanced Glycation End Products, also das sind eben Stoffe, die entstehen, wenn sich Proteine und Lipide mit Kohlehydraten zu neuen Stoffen verbinden. Das ist eben die braune Kruste am Fleisch zum Beispiel, diese Röststoffe, die eben gut schmecken.
aber totale Alterungstreiber sind. Mhm. Aber auch am Brot, Also nicht nur Fleisch, sondern auch am Brot und Toast. Überall, auch im Orangensaft, also frisch gepresster Orangensaft. Da gibt es ja auch ein Buch zu dem Thema und da sind die untersucht worden, diese Ages. Und da war so eines von diesen Advanced Glucation End Products, das hat den 100-fachen Wert im pasteurisierten Bio-Orangensaft gehabt, wie im frischen Orangensaft. Wow. Also nur durch die Erhitzung eben. Ja. Und das ist halt leider in der Industrienahrung, wird sehr viel eben Konservierung durch Erhitzung gemacht. Und da gehen halt bei vielen Produkten dann auch wertvolle Stoffe verloren und es entstehen schädliche Stoffe. Aber es kann auch, ich meine, da kann die Margit dann auch nachher noch mehr drüber reden, bei manchen Lebensmitteln ist es wichtig, sie zu erhitzen, weil sonst hat man eben antinutritive Stoffe drinnen, die giftig sind. Also erhitzen ist jetzt nicht prinzipiell schlecht, aber die feuchte Hitze, kann man jetzt so im Großen und Ganzen sagen, ist gesünder als die trockene Hitze, weil man bei der feuchten Hitze nie über 100 Grad kommt. Und beim Braten und Grillen entstehen halt dann Unmengen an schädlichen Stoffen, also auch die Nitrosamine zum Beispiel, die krebserregend sind, aber ganz viele Ages. Und das sollte man halt dann wirklich bewusst einsetzen im Sinne des Hormesis-Prinzips. Aber generell ist gesünder einfach gerade bei der Zubereitung von Fleisch, wenn wir es kochen. Und Margit, wenn du das dann auch noch erzählst, dass man es mit Kräutern oder mit Zwiebeln, also wenn man dann eben Pflanzen dazu gibt, die richtigen, dann entstehen eben auch weniger von diesen Ages und von diesen krebserregenden Stoffen. Genau, also wir haben da auch verschiedene Tipps drinnen. Und zwar gibt es, wo ganz viele Polyphenole enthalten sind, das sind unsere Kräuter. Kräuter und Gewürze sind extrem polyphenolreich. Ja. Die liegen wirklich an der Spitzenliga ganz oben, ja, von dem Gehalt her. Wenn Sie zum Beispiel jetzt für diese Jahreszeit Zimt, ja, Gewürznelken, also die haben Zimtpulver, Gewürznelkenpulver, das hat extrem viele Polyphenole. Also schauen Sie, dass Sie das so immer wieder einfach in ihre Gerichte einfach einbauen. Ja. Oder auch Knoblauch, ja, Knoblauch, Zwiebel. Kapern, glaube ich, oder? Kapern, genau. Kapern sind ganz wunderbar. Die haben eben diese Zombie-Zellenkiller. Ja. Viel oder eben, drin, ja. Genau, da ist viel Quercetin drinnen. Zimt, weil du gesagt hast, ist blutzuckersenkend zum Beispiel und auch fettverbrennend. Also man kann ihm auch den Stoffwechsel ankurbeln und sozusagen durch diese Stoffe dann eben auch mehr Fett verbrennen. Ich meine, der grüne Kaffee ist da ganz bekannt zum Beispiel. Also man Kurkuma, glaube ich, gell? Auch genau, sensibel. Der Ingwer, ja. Hier. Das sind auch so, ich finde, das sind auch so Gewürze und Dinge, die jetzt um die Jahreszeit so gut sind. Kurkuma-Kekse, habe schon wieder das Wort gesagt. Aber es passt zum Beispiel auch, also wenn wir zum Beispiel jetzt braten oder grillen, dann ist es auch bedeutsam, dass Sie zum Beispiel, Sie können eine Marinade machen, eine Marinade, wo sehr viel Knoblauch auch drinnen ist und auch Rosmarin. Ja. Da gibt es wissenschaftliche Studien durch diese Polyphenole in den Rosmarin und auch den sekundären Pflanzenstoffe, aus dem Knoblauch, das Allicin und Allein, ja, wenn sie das verbindet, das geben einfach so eine schützende Schicht auf ein Grillbein, ein Grillgut, egal ob sie das jetzt an Fleisch ist, aber auch wenn das irgendein Gemüse ist. Ja. Also es schützt sozusagen das Grillgut, ob das Gemüse ist oder ob das jetzt, weiß nicht, bevor das einfach verbrennt oder so. Ja. Es gibt so eine geschützende Schicht einfach drüber. Und schützt dadurch das Lebensmittel und auch unseren Körper. Ja. Also Erdäpfel zum Beispiel, ja. Genau, Erdäpfel zum Beispiel, ja. Oder auch, wenn man zum Beispiel jetzt irgendeinen Kürbis, einen gebratenen Kürbis macht. Auch hier kann er eben diese Marinade drüber geben. Ja, und die schmeckt super. Es ist ja auch ein Geschmacksbringer, muss man sagen, ja. Genau. Und es gibt natürlich auch Stoffe wie zum Beispiel Benzwiebel. Benzwiebel ist es auch gut, wenn ich den Zwiebel zum Beispiel zuerst schneide, lasse ihn ein bisschen stehen und dann brate ich ihn erst. Ja, da können nämlich eben dann bestimmte Stoffe sich entwickeln, die eben gesundheitsfördernd sind. Genauso wie beim Brokkoli, ja, oder beim Kaffeeol. Auch hier sagt man, es ist, weil es gibt nämlich Stoffe, die sich dann erst bei dem Zerkleinern und Pürieren dann entwickeln. Mhm. Ja.
Das ist das Sulforaphan zum Beispiel. Ja. Das ist auch ein Stoff, der eben den Krebs, Krebszellen sozusagen wirkt, ja, und auch die Zellen schützt. Und der wird aber erst dann gebildet, wenn ich das ganz klein zuerst püriere und dann erst koche. Also das heißt, es ist bedeutsam, dass ich zuerst den Karfiol oder den Brokkoli zuerst pürieren und dann lasse ich ihn ein bisschen stehen und dann koche ich erst zum Beispiel eine Suppe dann damit. Ja. Dann sind diese Stoffe sozusagen wirklich aktiv geworden und dann sind sie auch hitzebeständig. Also ich habe jetzt wieder so viel erfahren und ich muss sagen, ja, jetzt weiß ich, ich muss das Buch wieder lesen, ja, weil ich scheinbar schon wieder ein bisschen was vergessen habe. Ja. Vielen Dank, Margit. Und ich freue mich jetzt besonders eben, dass die Nathalie auch dazugestoßen ist zu uns und mit dabei ist bei uns. Die Nathalie ist ja Coach und Expertin für Potenzialentfaltung und Führungskräfteentwicklung. Und die Nathalie ist genau die Person, die wir jetzt brauchen oder die ich jetzt brauche, nämlich, wenn ich sage, oh oh, aber das Wunschkrapferl und der Griff in die Schokoladelade und was es so alles Verführerisches, aber leider Alterungsbeschleuniger so rundherum und rund um uns gibt. Aber wie entkomme ich denen? Ja, also der super einfachste aller Tricks, wenn du die Schokoladelade nennst, das haben wir, glaube ich, im zweiten Buch drinnen, im Praxisbuch, Schokolade, die sie nicht gekauft haben, können sie auch nicht essen. Ja, also sozusagen gesunde Ernährung fängt halt beim Einkaufen an und auch die Vermeidung von Versuchungen. Und einzukaufen ist ideal, wenn wir grundsätzlich eher satt sind und jedenfalls ausgeschlafen sind, weil da ist nämlich unsere Willensstärke am höchsten. Und da fällt es uns dann leichter, am Schokoladenregal vorbeizugehen und tatsächlich, wenn die Sachen nicht zu Hause sind, dann gibt es halt einfach nichts. Ja, und der Schritt jetzt am Abend noch zur Tankstelle zu pilgern oder ähnliches, das ist dann schon noch einmal eine andere Liga. Also da, wo viele in die Versuchung reinkippen, ist einfach, wenn die Dinge da sind, noch schlimmer, wenn irgendwo herumsteht so eine nette Schüssel, wo die Sachen hübsch drapiert sind oder die Zuckerlschale oder so. Also all diese Dinge am besten aus dem Blickfeld. Ja, das zeigen auch Studien, wenn wir Dinge nicht sehen, dann fällt es uns leichter, sie zu vermeiden. Und generell setzen wir halt auch in allen Büchern sehr stark auf das Thema Habit Change, also auf gesunde Routinen zu achten. Und sich ein bisschen anzuschauen, welche Routinen pflege, also begleiten mich so durch den Tag. Warum? Weil ca. 80% unserer Verhaltensweisen Routinen und Automatismen sind. Das heißt, je nachdem, ob es gesunde Routinen sind, dann führen sie halt eher dazu, dass wir mittel- und langfristig gesund und kraftvoll und glücklich und erfolgreich durchs Leben gehen. Wenn diese 80% Routinen ungesunde sind, dann führt es halt zum Gegenteil. Und das sind so Grundsatzentscheidungen, die wir halt im Leben treffen müssen. Mhm. Und auch da wieder, was der Peter vorher auch gesagt hat, der PE gesagt hat, wenn du eben dieses Hormesis-Prinzip, ja, das heißt nicht, dass man nie wieder Schokolade essen darf, aber eben schauen, dass man eben großteil gesunde Routinen hat und das eher die Ausnahme ist. Und der Punkt der Ausnahme ist trotzdem wieder so ein Punkt, wenn wir jetzt hernehmen, das Intervallfasten mit den 16 Stunden, das wir empfehlen. Jetzt sagen natürlich viele, ne, jetzt war ich im Urlaub und da habe ich Frühstück gebucht und Halbpension am Abend und es ist dann so schön gemeinsam zu essen, da gehen sich die 16 Stunden nicht aus. Da empfehlen wir dann immer, dass man das Intervall runterschraubt und sagt, dann faste ich halt 14 Stunden oder 12 Stunden, wenn es sich gar nicht anders ausgeht, um bei der Routine zu bleiben. Ja. Und wieso ist es so wichtig, bei einer Routine zu bleiben? Wir wissen, dass wenn jemand eine Routine einen Tag nicht einhält, dass die Wahrscheinlichkeit um 5% sinkt, dass wir am nächsten Tag dabei bleiben. Das geht vielleicht noch. Das geht rapid. Genau, also am ersten Tag ist noch okay mit -5%, am zweiten Tag sind schon -40%. Ja. Wow. Also genau, was du sagst, ja, es geht wirklich rapide runter. Und am dritten Tag sind es dann überhaupt schon um die 80%. Also dann, und wenn ich jetzt einen typischen Urlaub mit 10 oder 14 Tagen hernehme, und wenn ich sage, im Urlaub ist es vollkommen egal, da kann ruhig der Schweinehundregiment führen, dann ist es halt danach, irgendwann fängt man schon wieder an, aber es dauert halt einfach sehr lange und
dann ist es auch schwieriger, egal was man tut, egal ob das das Intervallfasten oder die tägliche Bewegung oder eben die gute, gesunde und stoffwechseltypgerechte Ernährung ist, es dauert halt einfach länger. Ja. Und um es uns leichter zu machen, ist eben gut zu schauen, sich hauptsächlich gesunde Routinen anzueignen und die im Zweifelsfall eben reduzieren. Ja. Aber grundsätzlich bei der Routine zu bleiben. Also wenn ich jetzt sage, es geht sich meine 30, 40 Minuten Sporteinheit am Tag nicht aus, zum Beispiel aufzuteilen, zu sagen, ich mache 3x10 Minuten, vielleicht geht es sich doch aus. Ne? Oder zumindest zu sagen, ich mache 5 Minuten in der Früh, Yoga, Pilates, irgendwas Einfaches, um grundsätzlich die Routine aufrechtzuerhalten, dass ich sage, ich bewege mich jeden Tag, weil ich einfach weiß, es tut mir gut. Ja, es fördert eben die Autophagie, es fördert die Telomerase-Aktivität, es fördert... Das Auto mal stehen lassen vielleicht. Zum Beispiel. Ja. Ein bisschen weiter wegparken. Ah, das ist auch ein guter Tipp. Ich glaube, du hast ja auch so Tipps drinnen, wie man diese verführerischen Schüsselchen und so... Wo das Glitzer und Schoko drinnen ist, durch andere Dinge ersetzt, oder? Ja, genau, ja. Also wir haben bei der schnellen Jungbrunnenküche haben wir auch einiges drinnen, auch zu schauen, welche sozusagen Desserts machen mir trotzdem Freude. Also wir haben für jeden Typ auch Beispiele drinnen, was man Gesundes als Dessert auch zu sich nehmen kann. Ja. Da einfach schauen, was, also, oder auch sich langsam zu gewöhnen, zum Beispiel an die Bitterschokolade, ja, wo ganz viele Polyphenole auch drinnen sind, die auch wieder gesund sind. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir gut, und vielleicht kann die Margit, kannst du da noch ein bisschen sagen, dass wir unseren Gaumen wirklich vom Zucker abtrainieren. Ja, es nützt nichts, wenn wir sagen, wir ersetzen es durch Süßstoffe, weil wir weiter in diesem Zuckerguster bleiben. Ja, und Zucker aktiviert im Hirn das gleiche Zentrum, wie es Kokain auch tut. Mhm. Ja, also das ist ein wirklicher Suchtstoff. Und man sagt auch, Zucker ist angeblich die gefährlichste Droge der Welt, ja, weil sie asozial so akzeptiert ist und nicht nur akzeptiert ist, sondern du wirst ja von der Werbung und in Supermärkten und so weiter ja dermaßen verführt auf den Zucker. Bei Alkohol ist es zumindest, das ist auch eine Droge, aber das ist zumindest, wenn du am Vormittag schon Alkohol trinkst, dann sagen alle, na, pff, ja, das geht gar nicht. Beim Nutella-Brot in der Früh, das siehst du in der Werbung, dass das so gesund ist. Ja. Ja. Du, Nathalie, und dich dürfen wir ja auch bezüglich der Fermentation fragen. Ja, gern. Ja, ja. Also der Peter und die Margit haben gesagt, du bist da die Expertin oder also das ist ja gesund, Dinge zu fermentieren. Genau, ja. Oder fermentierte Dinge zu essen. Ich glaube, wir wissen ja manchmal gar nicht, welche Nahrungsmittel alle fermentiert sind, weil das ist ja eine ganze Menge. Genau, genau. Also wirklich extrem viele. Ja. Also alles, was im Prinzip eingelegt ist, Essig ist in Wahrheit auch fermentiert, Joghurt, Tofu, Tempeh, ja, wo wir eh auch ein Rezept dazu haben, das ähnlich ist wie Tofu, nur Tofu wird aus Sojamilch gemacht, Tempeh wird aus ganzen Sojabohnen gemacht, da sind viel mehr gesunde Stoffe drinnen und viel weniger andere nutritive Stoffe. Also wenn ihr da tiefer gehen wollt, dann soll die Margit dann da noch bitte was dazu sagen, ja, die ist da besser drinnen. Also die Fermentation betrifft eben ganz, ganz viele Lebensmittel und das Spannende ist, dass die Fermentation fast in Vergessenheit geraten ist. Ja, die Fermentation ist eigentlich nur ein Prozess, der Lebensmittel länger haltbar macht. Das ist der eigentliche Grund der Fermentation. Ja. Und der ist in Vergessenheit geraten, weil uns eben in den Supermärkten lang haltbare Nahrungsmittel nachgeschmissen werden. Ja. Und sozusagen um den Preis, um den du ein Glas Essiggurkel kaufen kannst, das geht sich schon nicht aus, das selber zu fermentieren, wenn man jetzt ein bisschen noch die Zeit reinrechnet, die man auch damit verbringt. Ja. Also es ist sozusagen schon kostspieliger, wenn du dir selber Dinge einkochst und fermentierst, als wenn du einfach irgendwas Günstiges im Supermarkt kaufst. Ja. Und dadurch ist es auch, und auch wenn man nicht gewusst hat, wie gesund das ist und wie gut die Fermentation ist. Ja. Und warum ist sie so gut? Es ist auf sämtlichen Lebensmitteln sind verschiedene Bakterien oben. Ja. Und auf Gemüsen zum Beispiel sind ganz viele Milchsäurebakterien. Auf Obst ist mehr Hefebakterien. Und wenn man die eben fermentiert, also mit Salz und Wasser zum Beispiel, dann fangen diese Bakterien an, einen Gärprozess zu starten. Ja? Und über diesen Gärungsprozess wird das Lebensmittel sozusagen ein bisschen vorverdaut. Mhm. Und da bilden sich eben Bakterien, die extrem gut für unser Darmmikrobiom sind. Ja? Zudem kann auch die Margit noch was sagen, wie wichtig das ist, das Darmmikrobiom für uns.
Ja, und was natürlich ist, wenn du selber fermentierst, du kannst wirklich alle Zutaten biologisch nehmen. Du kannst sogar beim Salz ein Steinsalz nehmen, das weniger Schadstoffe drinnen hat als ein Meersalz, das eben aus einem verschmutzten Meer gewonnen ist, weil es halt nur mehr verschmutzte Meere gibt, wo Plastikrückstände drinnen sind und sonstige Schadstoffe. Was du im Steinsalz nicht hast, also du kannst wirklich darauf schauen, dass du die besten Zutaten hast, und kannst dir sicher sein, dass kein einziger Lebensmittelzusatzstoff drinnen ist. Und das ist schon, finde ich, eine Qualität, die die Zeit, die das Fermentieren in Anspruch nimmt, glaube ich, rechtfertigt. Wir können auch Joghurt zum Beispiel selber fermentieren, da haben wir auch drinnen, wie das geht im Buch, damit eben mehr probiotische Kulturen auch drinnen sind. Auch da, du kriegst im Supermarkt kaum ein probiotisches Joghurt. Also das heißt, das Supermarkt-Joghurt ist eigentlich tot? Also ich glaube, Margit, ein anderes Produkt oder also wie das, was ich zu Hause fermentiere? Ja, kann, also ich weiß nicht, ob man tot sagen kann. Margit, vielleicht magst du reinjumpen, ob tot der richtige Begriff ist. Nein, aber ist eben, es ist nach wie vor, jedes Joghurt ist sozusagen lebend. Ja, ja. Ja, das sind wirklich lebende Bakterien drinnen. Weil Sie merken das auch, wenn Sie jetzt ein Joghurt jetzt einfach länger stehen lassen, wird es einfach immer saurer. Ja, das heißt, es bildet sich immer mehr Milchsäure. Das heißt, bis wirklich dann überhaupt kein Milchzucker mehr vorhanden ist. Ja, und es wird immer saurer. Mhm. Und es gibt aber auch Joghurt mit speziellen Bifidobakterien, die sollen besonders gut sein, und dann schauen sie eben auf Bio-Joghurt drauf, wo eben dann mit Zusatz von Bifidobakterien, die dabei sind, weil die sind speziell positiv und wertvoll für unser Darmmikrobiom. Die brauchen wir besonders, eben diese Bifidobakterien. Mhm. Ja, ich glaube, das zur Jahreszeit passendste fermentierte Lebensmittel ist ja das Sauerkraut, oder? Das kennen wir alle. Und gibt es jetzt auch frisch dann immer? Passt, glaube ich, zu jeder Jahreszeit, aber im Herbst wird es besonders. Also ich finde Sauerkraut was ganz, ganz Tolles. Ja. Ja. Also und kann man super selber machen. Also geht wirklich einfach. Und wir haben ja auch relativ viele Buchboni wieder beim Buch dabei. Ja. Die man sich down, also ich glaube, wir haben 14 Buchbohnen oder so diesmal dabei. Und eben zum Fermentieren ist auch einer, also warum macht man diese Buchboni? Nicht, weil wir die Leute motivieren wollen, möglichst viel Zeit im Internet zu verbringen, sondern bei uns ist es üblicherweise beim Schreiben so, dass wir so viel mehr schreiben, als wir Seiten schreiben dürfen vom Verlag aus. Und dann sagen wir, okay, das sind so spannende Informationen, die wollen wir unseren Lesern und Leserinnen zur Verfügung stellen. Und darum gibt es dann diese Buchboni. Also da kann man zur Fermentation, ich glaube, noch einmal 10 Seiten downloaden, wo es auch noch einmal Rezepte drinnen gibt und Hintergrunderklärungen. Und wo eben auch vom Sauerkraut auch ein Rezept dabei ist, wie das geht. Weil du gerade von dem Buchboni sprichst, ich darf da einige zitieren, da haben wir den Omega-3-Bluttest, eine Jungbohnen-Kräutermischung, eine E-Nummernliste, dann eine noch mehr wohltuende Teekräuter, Teemischungen von Peter und noch viel mehr schnelle Jungbrunnenrezepte gibt es da auch als Buchbonus. Genau, drinnen. Genau. Bei den E-Nummern zum Beispiel, warum ist das drinnen? Ja? Die Industrie hat relativ schnell einmal bemerkt, dass Menschen draufgekommen sind, dass wenn E draufsteht, dass das heißt nicht gesund, Finger weg. Jetzt fangen sie wieder an, eben alles, was hinter den E-Nummern steht, auszuschreiben. Ja, in langen, komplizierten Namen, wo aber niemand mehr weiß, ist das jetzt was in Ordnung ist oder nicht. Und deswegen ist diese E-Nummernliste drinnen, damit man einfach einmal gesehen hat, was können das ungefähr für Bezeichnungen sein, dass man da sensibler ist drauf. Ja. Auch für Brot und Mehl gibt es Einkaufstipps. Und da gibt es wirklich viele, viele spannende Tipps noch drinnen. Ja. Ein Sauerkraut fällt mir noch was ein, und zwar, wenn Sie wirklich ein Bio-Sauerkraut auch kaufen, schauen Sie, dass es nicht pasteurisiert ist. Ja, es gibt auch von bestimmten Biomarken auch eben ein Sauerkraut, ein Bio-Sauerkraut, was unpasteurisiert ist. Das heißt, hier sind dann auch noch wirklich lebende sozusagen auch noch dabei. Und im Billig-Sauerkraut sind sogar Konservierungsmittel. Ja. Also das ist völlig absurd. Ja.
dass dann zusätzlich Konservierungsmittel reingetan werden. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich das durchliest immer. Was ist da drinnen? Weil diese Konservierungsmittel, die richten wahnsinnig viel an. Weil, ich meine, ja, die sind im Lebensmittel drinnen, um Bakterien abzutöten, aber ich meine, was machen sie in unserem Darm? Bakterien abtöten. Und die Bakterien sind eben verantwortlich für unser Immunsystem und auch unter anderem, dass Serotonin gebildet wird, also dass wir glücklich werden. Also wir machen uns in Wirklichkeit auch unglücklich damit, indem wir das ganze Zeug essen, was unsere guten Darmbakterien abtötet. Ja, aber mit dem ist ja jetzt Schluss, weil Jungbrunnenküche. Genau. Und Jungbrunnen-Einkauf. Ja. Genau. Meine Lieben, ich bedanke mich herzlich. Momentan sind auch keine Fragen mehr da. Es war ein wunderbares Gespräch. Es hat bei mir wieder, sehr viel wieder aufgefrischt. Ich hoffe, bei den anderen, die teilgenommen haben, sie haben sehr viel erfahren und auch, wir haben Gusto gemacht. Ich jedenfalls habe jetzt Hunger gekriegt. Und nach so vielen schönen Rezepten und nach so viel Reden übers Essen, glaube ich, wird es Zeit, dass wir uns einem Abendessen widmen. Ich bedanke mich auch bei allen anderen, die teilgenommen haben. Wir verlosen unter denen, die heute mit dabei waren, einmal die Jungbrunnenküche. Alle anderen finden das Buch auch beim Styria Verlag, wo man es kaufen kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen. Da reden wir über das Basenfasten. Vielen herzlichen Dank, Mahlzeit und einen schönen Abend. Schönen Abend, danke. Ciao.